Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Und ehrlich gesagt überlege ich mir jetzt gerade, wie ich das Video gestalte, denn ich habe jetzt schon ungefähr dreimal aufgenommen und immer mindestens 12 bis 15 bis 16 Minuten sogar gerade gebraucht. Folgendes, kurze Sache zum Thema von gestern, von dem Video auf Drachenlord. Ich habe gespielt, habe angezockt, Five Nights at Freddy's habe ich angezockt, aber nicht gespielt. Habe ich aber auch eine EP davon gesehen vor dem Video. SCP-087 und SCP-087-B. Beide gespielt. Outlast nicht gespielt, aber mal angeguckt, kurz nochmal reingeguckt. SCP Containment Breach gesehen und gespielt. Und Let's Plays habe ich mehrere davon gesehen. Amnesia habe ich nie gespielt, habe ich aber mal reingeschaut. Slender, die 8 Pages. So, Punkt 1. Slender habe ich in mehreren Spielen gespielt. Slender, die 8 Pages habe ich sowohl gespielt, als auch Let's Plays gesehen, und zwar ganze 2 Stück oder ganze 3 Stück sogar. Und ich habe zusätzlich zu die 8 Pages auch noch ein eigenes Let's Play mit extrem katastrophaler Ausgang damals auch noch hochgeladen gehabt auf meinem alten Kanal oder auf meinem Kanal Drachen Games. Das Video gibt es allerdings momentan nicht mehr. Aber auch das habe ich damals gemacht. So, Half-Life Mod Nightmare House. Nicht gespielt, aber gesehen. Cold Fusion, nie was davon gehört, nie was davon gesehen, nie was davon gespielt. Habe ich aber im Video gesagt. The Evil Within. Kostenpflichtiges Spiel. Nie gezockt, nie gesehen, nie davon gehört. Bis zu diesem Punkt, wo mein Kumpel mir das geschrieben hat. Fequera. Fequera habe ich mal gesehen, aber nicht selbst gespielt. Warum habe ich das jetzt gemacht? Auf meinem Drachenlord-Kanal haben viele gesagt, ich hätte keine Ahnung von dem Scheiß, was ich da gesagt habe. Völliger Schwachsinn. Ich habe euch gesagt, dass ich mich mit den Spielen nicht so viel auseinandersetze. Ich sagte, dass ich mich damit nicht so gut auskenne. Ich sagte aber nicht, dass ich mich gar nicht damit auskenne oder gar nichts davon weiß oder gar nichts davon gespielt habe. Ich habe mehr als die Hälfte der Spiele gespielt und ich habe mehr als die Hälfte insgesamt gespielt und gesehen. Und dann denke ich mir ein, und ich habe sogar mehr als die, wo da drauf sind, gespielt. Aber ich wollte nicht Slender 8 Pages, ich wollte nicht Slender The Arrival, ich wollte nicht Slender Elements, ich wollte nicht Slender, was habe ich noch gespielt? Im Together habe ich damals noch gespielt Slender Sanatorium. Ich wollte nicht die ganzen Slender-Spiele nehmen. Ich wollte ein Slender, ich wollte ein SCP. SCPs sind es eben 2 geworden, obwohl es da zigtausend mehr gibt. Ihr habt nicht in die Videobeschreibung geschaut. Schaut doch mal auf das Spiel, auf den Film bei Drachenlord, Horrorfilme. Ja, nee. Schaut doch mal bei Drachenlord auf den Film oder in den Film Halloween Top 10 Horrorspiele. Da steht nichts davon, dass es meine Horrorspiele sind, dass es die Spiele sind, die ich zocke. Da steht, das habe ich auch nie gesagt. Und in meiner Videobeschreibung sind nicht nur 10, 11 Seiten mit Informationen und Download-Möglichkeiten, beziehungsweise Möglichkeiten, wo ihr euch die Spiele zulegen könnt, weil die teilweise eben 5 waren kostenpflichtig, 5 waren nicht kostenpflichtig, wo ihr euch die Spiele downloaden oder eben auch kostenpflichtig kaufen könnt. Außerdem habe ich sogar die Original-Steam-Sachen da verlinkt gehabt, von den Spielen, die auf Steam erhältlich sind. Als nächstes gibt es da die ganzen Geschichten. Ich habe von jedem einzelnen Spiel ein Let's Play verlinkt. Bei Amnesia waren es sogar 2 Let's Plays, weil da war einmal ein Mod und einmal ein Spiel dabei. Und ich habe dennoch alles verlinkt. Ey, Leute, wisst ihr, was das an Arbeit war? Ich will mich jetzt gar nicht über die Arbeit beschweren, um Gottes Willen. Aber wenn ich mir die Arbeit mache, dann will ich nicht sowas lesen wie, du machst dir gar keine Arbeit dafür. Ihr habt einfach nicht in die Beschreibung geschaut. Wenn ich irgendwas nicht in den Videos verlinkt habe oder nicht in den Videos gemacht habe, wie zum Beispiel Bilder oder Filme verlinken, wobei das Filme verlinken illegal wäre oder wieder verboten wäre, wenn ich hergehen würde und das aus anderen Videos rausnehmen würde, was mir nicht gehört. Wenn ich das aus meinen eigenen Videos mache, ist das eine Sache. Wenn ich das aus anderen Videos mache, ist das eigentlich eine Sache, die ich nicht darf und trotzdem machen würde und damit hätte ich dann verschissen. Und das will ich nicht. So, jetzt kurz dazu noch. Ich habe mir gedacht, dass ich das Ganze in die Beschreibung verlinke. Und das habe ich gemacht. Aber ihr schaut ja gar nicht einmal in die Beschreibung. Und der Witz ist, ich habe noch im Video gesagt, schaut in die Beschreibung, ich habe es verlinkt. Oh, Leute. Bei SCP habe ich mir sogar die Mühe gemacht, Kumpels anzuschreiben und anzufragen, kennen die die Seite? Weil da gibt es eine Seite mit den ganzen SCPs. Und mein Kumpel hat mir die sogar verlinkt. Oder hat mir die sogar gegeben und ich konnte sie verlinken. Und, Leute, ich frage mich ernsthaft, warum ich mir so einen Stress mit euch mache, wenn es dann hinterher sowieso heißt, ich hätte mir keinen Stress gemacht. Ey, Leute, wenn ich irgendwas mit Cold Fusion und
The Evil Witting oder Witching nicht angeschaut habe, dann lag das daran, dass ich nicht die Zeit hatte, mir die Let's Plays anzuschauen. Ich schaue mir zurzeit sowieso kaum Let's Plays an, weil ich nicht die Zeit dazu habe. Ich habe ein paar Let's Player, die ich anschaue, zum Beispiel Klischee, German Let's Play oder Let's Play Dider. Let's Play Dider, der Typ, den ich absolut feiere und richtig hart feiere. Gut, er macht im Moment wieder nichts, aber selbst seine Let's Plays gucke ich zurzeit nicht an, was ich früher so zumindest beim Essen nebenbei gemacht habe. Und lauter solche Geschichten, und dann frage ich mich einfach nur, warum mache ich mir diesen Stress? Wenn es hinterher sowieso immer wieder heißt, das ist scheiße. So. Oh, wieder 6 Minuten. Schicken. Ich habe noch was vor. Und zwar möchte ich mit euch heute noch über einen Kommentar sprechen. Entschuldigung, was im Auge. Über einen Kommentar sprechen auf einem anderen Video, das ein anderer hochgeladen hat. Wieder mal mit meiner künstlerischen Darstellung. Dazu gleich noch genaueres. Also nicht zu dem Video, sondern zu solchen Videos allgemein. Eine Sache möchte ich dazu jetzt kurz sagen. Folgendes. Ich habe sowas von die Schnauze voll, Kommentare zu lesen, wie ich sei arrogant. Ihr habt doch keine Ahnung, wer ich bin. Ihr habt keine Ahnung, was ich sage. Ihr habt keine Ahnung, was ich mache. Weil ihr meine Videos teilweise, nicht alle, meine Videos teilweise gar nicht schaut. Oder von Aussagen ausgeht, weil ihr mal zwischendurch reinzappt, aber nicht die Videos fertig schaut. Dann denke ich mir doch, hä? Was geht denn mit euch? So. Ich sei arrogant, verstehe ich nicht. Ich verstehe schon, was es heißt, aber ich verstehe nicht, was es soll, diese Aussage. Hä? Warum? Ich habe doch nie irgendwas gemacht, dass ich arrogant bin. Allerdings haben andere YouTuber das schon gesagt, umso größer sie werden, umso mehr kommen es durch, dass sie angeblich arrogant sind. Und mittlerweile, ganz ehrlich, kann ich es nachvollziehen, dass viele doch angepisst sind. Weil, ich bin vieles. Ich mag hässlich sein. Finde ich persönlich nicht. Auch wenn man das jetzt vertraut. Ich mag dick sein. Das bin ich. Definitiv. Bombe sogar. Habe ich keinen Stress damit. Noch dazu nehme ich ab zur Zeit. Und zwar ziemlich erfolgreich. Ich mache vor allem viel Sport zur Zeit. So. Eine letzte Sache auf der ganzen Skala von 1 bis 10. Ich habe mir gedacht, dass ich vieles sein könnte, aber arrogant. Ganz ehrlich, sowas macht mich traurig. Die Person, die das geschrieben hat, hat ebenfalls etwas geschrieben, auf das ich kurz eingehen möchte. Sie hat gemeint, dass ich mich stark geben würde, weil ich meine Videos weitermache. Als würde es mich jucken, was irgendjemand über mich denkt. Versteht das jetzt bitte nicht falsch. Es ist mir egal, was Fans denken, und es ist mir auch egal, was Trolle und Hater denken. Es ist mir einfach egal. Ich find's cool, wenn mich Fans feiern. Natürlich, klar, das ist mir lieber, als wenn mich Hater nerven. Aber dennoch ist es mir im Großen und Ganzen egal. Ich hoffe lediglich, dass für die Leute, für die ich als Vorbildfunktion diene, dass sie mich auch als solches sehen und auch richtig sehen. Ich persönlich möchte einfach lediglich den Eindruck vermitteln, dass ich bin. Aber ich möchte das nicht aufgrund der Tatsache machen, dass mich andere dann plötzlich für arrogant oder sonstiges Zeug halten. Ich will gar nicht stark wirken. Ich mache meine Videos, weil ich Bock drauf habe und nicht. Und das habe ich am Anfang, das habe ich jetzt eine Zeit lang immer wieder vernachlässigt. Aber ich mache meine Videos tatsächlich, weil ich Bock drauf habe. Und vor allem jetzt habe ich wieder Bock drauf, weil ich jetzt wieder das mache, was mir passt und nicht, was ich auf von den Leuten eingehe. Vielleicht mag es jetzt auch dem einen oder anderen arrogant vorkommen, weil ich jetzt nochmal auf eure Sachen groß eingehe, sondern weil ich jetzt einfach mein Ding mache. Aber ganz ehrlich, ich hätte das von Anfang an nicht anschaffen sollen. Ich hätte von Anfang an anfangen sollen, weiterzumachen und mein Zeug zu machen. Letzter Punkt auf der Tagesordnung und dann sind wir durch. Ich möchte mit euch kurz noch drüber sprechen. Es haben wieder mal ein paar Leute Videos hochgeladen. Nichts Neues. Ganz normal, ganz gewöhnlich. Ich habe allerdings, schon wieder ein bisschen länger her, ein paar von diesen Videos gelöscht. Mittlerweile mache ich das nochmal, weil ich zu voll bin dafür. Weil das Zeug sowieso wieder neu hochgeladen wird. Und ganz ehrlich, im Großen und Ganzen, das ist mir futz. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, wenn ich dann so Sachen mache wie einen Kommentar schreiben. Und dann kommen solche Sachen wie, das ist voll scheiße. Oder, halt's Maul. Dann sage ich einfach nur noch Folgendes dazu. Ich halte das Maul, das ist mir bloß. Denn immer noch spreche ich, wenn ich spreche. Und wenn ihr sprecht, das ist eure Sache. Aber wenn ich spreche, dann braucht ihr nicht sowas, oder wenn ich was geschrieben habe, dann braucht ihr nicht sowas schreiben wie, halt's Maul. Das hat jetzt wahrscheinlich arrogant gewirkt, weil ich das gesagt habe, wenn ich spreche. Aber Fakt ist die Tatsache, dass ihr hergeht und Scheiße über mich verbreitet, was überhaupt nicht stimmt. Und dann schreibe ich irgendwas und dann heißt, halt's Maul. Hä? Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Habt ihr noch alle Federn auf der Bühne oder sowas?
noch habe ich die Rechte an meinen Videos. Und wenn ich irgendein Video finde, wo meine künstlerische Darstellung ist und ich schreibe dazu einen Kommentar, dann habt ihr nicht zu schreiben, halt's Maul. Dann habt ihr zu schreiben, danke, dass du das Video nicht blockiert hast, weil das kann ich, solange meine Fresse, meine Stimme, mein Name oder meine künstlerische Darstellung, was in vielen Videos der Fall ist, dabei ist. Denn ihr habt es noch nicht begriffen, dass meine künstlerische Darstellung in euren Videos nicht als Parodie gilt. Aber das begreift ihr einfach nicht. Und das kann ich 10.000 Mal sagen, weil hier wieder kein Schwein zuhört und zuschaut. Meine Fresse, meine Stimme, mein Gesicht, mein... Moment. Meine Fresse, meine Stimme, mein Gesicht, meine künstlerische Darstellung und mein Name. Diese Sachen... Damals habe ich das zusammen gesagt. Egal. Diese Sachen gehören mir. Das bin ich. Der Eigentümer von dem Zeug bin ich, weil es ich bin. Und dazu habt ihr kein Recht, es zu verwenden. Name ist eine Sache. Das kann man, glaube ich, noch irgendwie eindeichseln. Aber meine Stimme, meine Fresse und mein Gesicht sind Sachen, die mir können. Meine künstlerische Darstellung, was mein Gesicht mit einbezieht. Also diese zwei Sachen. Sieht aus wie eine neue Pommesgabel. Diese zwei Sachen sind etwas, das auf jeden Fall ich bin. Meine Fresse, mein Gesicht und solange ich das besitze, habt ihr keine Rechte, das zu verwenden. Ich weiß, dass ich hier gegen die Wand rede, weil wir da alle abgeschalten haben, die da eigentlich jetzt da betroffen sind. Oder vermutlich alle abgeschalten haben, die da betroffen sind. Aber ich sage euch jetzt was. Ihr könnt Parodien auf mich machen. Ihr dürft sogar von mir aus Parodien auf mich machen. Aber nicht mit meiner künstlerischen Darstellung, nicht mit meiner Fresse, nicht mit meinen Bildern, nicht mit meinem Namen und vor allem nicht mit meiner verkackten Stimme. Denn der Witz daran ist, dass das meine Stimme, mein Name und meine Fresse ist, die ihr da verwendet. Und dadurch kann ich das jederzeit blocken. Wie gesagt, wenn ich solche Kommentare lese wie halt die Fresse, dann denke ich mir einfach nur noch, halt auch du die Fresse. Solange ich auf dem Video was schreibe, dann hast du die Fresse zu halten, solange es meine künstlerische Darstellung ist, weil es einfach auf dem, weil es in dem Video eigentlich nichts verloren hat. Aber manche das nicht begreifen. Ein Video möchte ich jetzt noch kurz hervorheben. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich habe mir jetzt auch nicht gemerkt. Da habe ich schon wieder einen Kommentar bekommen. Ich habe es mir jetzt auch nicht gemerkt, wie es heißt. Aber Sache ist jetzt die. Ich habe ein Video kommentiert, in dem jemand über mich gerappt hat. Ich habe dieses Video schon lange davon gehört gehabt, dass es existiert. Ich habe es nicht angeschaut, das habe ich heute das erste Mal gemacht. Hat auch, glaube ich, irgendwas mit 100 Aufrufe oder was bis jetzt hier plus. Und das allein sollte schon für sich sprechen. Weil ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie lange es schon online ist, aber solange meine Fresse auf einem Bild dabei ist, kann ich dieses Video löschen, wann immer ich das will. Ich habe jetzt allerdings anders gemacht und habe jetzt gesagt, du kannst das Video behalten, ich könnte auch das melden, weil es meinen Namen enthält. Nicht meine Stimme, aber meinen Namen enthält es. Könnte ich es auch melden, wenn ich Lust dazu hätte. Wie das dann da rechtlich geregelt wird, weiß ich nicht. Aber da es mein realer, kein Künstlername, sondern mein realer Name ist, darf ich den verwenden. Mein Künstlernamen dürft ihr auch irgendwo in Videos verwenden, weil darauf habe ich kein Recht, weil es ist kein Markenname. Es ist kein Name, den ich mir irgendwie gesichert hätte oder mir sichern könnte, weil ich weder auf Lord noch auf Drache sichern könnte. Allerdings, und das ist die einfache, schlichte Tatsache, ich habe einfach keine Lust mehr, das Zeug zu löschen. Nicht, weil es gut ist oder nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil ich keinen Bock mehr habe. Das Zeug taucht immer wieder auf und ehrlich gesagt, ich sehe es als eine kolossale Zeitverschwendung und habe echt keine Lust, mir diese Zeitverschwendung zu geben. In der Zeit kann ich mir dann wichsen und habe dann mal Ruhe und fühle mich danach sogar noch besser, weil dann durch die Endorphine, die ausgeschüttet werden durch den Orgasmus, ich mich wesentlich besser danach fühle. Ergo, ich habe keine Lust mehr, mich mit eurem Kinderkram rumzuärgern. Macht so viele Videos von mir, die ihr wollt. Wenn ich einen Kommentar schreibe, seid froh und schreibt nicht Hals Maul, sondern seid froh, dass ich euer Video nicht gelöscht habe und blockiert habe, weil das könnte ich jederzeit neu machen. Und wenn mir ein paar Leute in den Kommentaren auf den Sack gehen, dann werde ich das ganz speziell löschen. Weil dann habe ich keinen Bock, mich darauf einzulassen und dann werde ich das löschen. Einfache Geschichte. Ich denke sowieso, dass ich ab einer bestimmten Größe voraussetze, ich werde noch größer, ab einer bestimmten Größe werden sowieso die Leute nach und nach ihre Videos selbst löschen, weil sie sich selbst dafür schämen oder peinlich das finden oder sonst was. So, wie weit sind wir mit dem Video? 15 Minuten, dann habe ich einen letzten Punkt zu sagen. In dem Kommentar, in dem ich gerade gesagt habe, also in dem vorherigen Kommentar, wurde noch gesagt, dass ich, ja, was sage ich jetzt?
In dem Kommentar wurde noch gesagt, dass ich meine Videos nur deswegen noch mache, weil ich stark wirken will. Das ist Blödsinn. Ich will nicht stark wirken, ich habe überhaupt kein Interesse, stark zu wirken. Ich mache einfach die Videos, weil ich Bock drauf habe. Und das habe ich zwar schon ein paar Mal gesagt, aber im Großen und Ganzen liegt die ganze Sache dabei. Ich wollte mit meinen Videos und ich will immer noch mit meinen Videos irgendwas schaffen, irgendwas erreichen. Wie ich das Ganze machen wollte, habe ich nie gesagt. Allerdings hatte ich immer so diese Sache, ich finde es cool, wenn Leute glücklich sind. Das ist das so, das ist auch kein Scheiß oder so. Ich finde es wirklich cool, wenn Leute lachen können. Und wenn Leute über mich lachen können, finde ich das manchmal vielleicht ein bisschen komisch und seltsam und nervig, aber dennoch finde ich das in Ordnung. Ich finde es cool, dass die Leute glücklich sind, auch wenn sie über mich lachen. Und wenn ihr über mich lacht, das trifft auf Fans und auf Hater zu. Und auch auf Trolle und auch auf alle anderen, die Videos angucken. Ob Fan, ob Troll oder ob Hater oder ob einfach neutrale Person. Lacht über mich. Lacht über mich, solange ihr wollt. Das juckt mich nicht. Ich finde es cool. Dann seid ihr glücklich und dadurch habt ihr ein bisschen einen schöneren Punkt im Leben. Ich habe echt nie vorgehabt, irgendjemanden ans Bein zu pissen. Und ich will auch keinen ans Bein pissen. Was ich einfach nur euch bitten würde. Macht Parodien auf mich. Zieht mich doch den Kakao. Interessiert mich nicht. Ist cool. Ist echt cool. Aber hört auf damit, meine Videos zu verwenden. Denn ich gebe mir für das Zeug größtenteils, vor allem mittlerweile, am Anfang vielleicht wenig, aber mittlerweile gebe ich mir für das Zeug echt Mühe und reiß mir echt, im wahrsten Sinne des Wortes, teilweise den Arsch dafür auf. Ja, das war es soweit von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, das Video ist jetzt nicht ganz so lang geworden. Hoffe, es haben auch noch ein paar bisschen hingeschaut. Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare bitte, ob ihr bisher hingeschaut habt oder ob ihr durchgeklickt habt und was von dem Zeug, was ich jetzt behandelt habe und gesagt habe, der Wahrheit entspricht. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Bis dahin, euer Drachenlord. Ciao, Leute.